Moin Moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück zum LS19 zusammen mit Nana, Victor und Vanva. Du bist frei von hinten, Victor, ne? Die drei machen gerade eine Aufräumaktion auf dem Hof, weil dort sieht es ja aus wie Kraut und Rüben. Ich würde vielleicht noch den großen Xerion hier hinten vom Feld, will aber noch zwei, drei kleine Flecken, die der Helfer übersehen hat, schnell bearbeiten. Und wo sollen die Zugmaschinen hin? Die kommen da drüben links unter die offenen Hallen. Ah, okay. Ja. Währenddessen bringe ich mal eben die Flüssigdünger weg. Wie wissen die wegbringen mit dem Autoloader? Nee. Nee, nur die Spritze bringe ich gerade weg. Ach so, wir haben ja noch hier vier IBCs mit Flüssigdünger. Die müssen wir dann mit dem Autoloader wegbringen. Ist die Frage, geht das mit dem Autoloader? Ich probier's gleich mal. Ja, das sollte funktionieren. So. Aber währenddessen fällt mir gerade mal so spontan ein. Ja. Mach ich mal Folgendes. Ach, mir fällt eines ein. Ich habe ja auch schon seit Anfang der Session noch keine Musik laufen. Nenn doch mal das Produkt, welches du gerade genießt. Fanta Exotik. Irgendwie will bei mir der Musikplayer gerade nicht. Wieso spielt er gerade? Wann waren? Ja. Dann können wir nämlich so machen, dass wir dann. Verdammt. Ja. Genau, mit dem Kleinen hier können wir den Kalker losschicken. Ja. Eigentlich. Oder können wir den Kleinen hier verkaufen? Oh, wie will das bei mir gerade nicht mit der Musik? Und einen größeren holen. Jungs, was sagt ihr? Was denn? Den Kleinen, mit dem ich gerade rumtucke, verkaufen und den größeren holen. Den kleinen Ariel, was ich sagte, den Traktor verkaufen. Ja. Ist nur die Frage, welchen wollt ihr dann holen wollen? Ich würde sagen, den nächstgrößeren. Erstmal schauen, wie viel hatten der an PS? Der Arion. Der 460. Der hat. Müsste theoretisch 460 PS haben? Nein, der hat 90 PS. 460 steht dann wohl für den Hubraum. Das kann natürlich gut angehen. Dann sind das 4,6 Liter Hubraum. 90 PS hat der, das ist eigentlich ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Dann könnten wir den Arion 660 holen. Der hat schon mal 145 PS. Oder wir holen uns den Axion. Der hat dann 205 PS. Den Axion eher. Das sind 180.000, das ist fast alles, was wir an Geld haben. Und wenn wir den Arion verkaufen? Wieder was zurück. Wenn wir den Arion verkaufen, na gut, da kriegen wir auch noch mal ein bisschen was raus. So, Stefan? Dann fahre ich den Arion zum Verkaufen. Du kannst ja den gelben schon mal den Kalker anhängen und kalken lassen, oder? Wieso ist der nicht in grün? Weil, weil wir den nicht umfärben können. Das ist ein Standardfahrzeug. Achso, okay. Mit dem gelben dann auf Feld 2, ne? Ja. Feld 2 kalken, Feld 3 und 4 müssen ja verbunden werden. Feld 1 muss ja, glaube ich, Glas drauf und Feld 3 muss ja noch die Schräge weg und Feld 5 ist, glaube ich, gepflügt, oder? Bei Feld 5 auch schon mal kalken. Bei Feld 4 setze ich gerade den Helfer drauf an mit dem Pflug. Wie sieht's denn? Feld 1? Feld 4 meine ich. Feld 1 ist ja der Helfer mit dem Gras unterwegs. So, ich guck mal eben, ob wir die Felder eigentlich kalken müssen. Ich würde aber sagen, wir machen es einmal durch, dann haben wir es nämlich. Dann haben wir alle auf dem gleichen Stand, Stefan. Oder? Feld 4 muss nur gegrubbert werden. Ja. Robert, dann, du hast wieder gepflügt.
Mal gucken, ob er das schafft. Ja, das Feld 4 wird ja gerade gepflügt. Aber benötigt auch Kalk. Ja, dann kalken wir einfach mal alles. Ja, aber wir gehen mit Feld 5. Warte mal, ich schnapp mir noch mal ganz kurz den... Ja, ich bring mal kurz den Anhänger mit den Hackschnitzeln noch mal kurz weg. Bring nach Hause. Na, wie war denn das jetzt? Will ich... Willst du selbst was? Ich musste gerade überlegen. Jetzt dürfte der Helfer los sein, oder? Wie meinst du das? Reinsetzen? Reinsetzen, hart drücken, raus, ne? Nicht unbedingt raus. Ich würde vielleicht noch drin bleiben und gucken, wie der fährt, weil es kommt ja auch darauf an, in welche Richtung du den Traktor gestellt hast. Ja, der fährt gar nicht. Dann einmal Gas geben und anfangen, das Feld zu bearbeiten, dass er sieht, was er machen soll, würde ich sagen. Ja, ich dachte, das wäre ein intelligenter Erntehelfer. Nee. Aber das funktioniert wohl nicht mit Rumänien. Ach ja, habt ihr eigentlich mitbekommen, was Rockstar vorhat? Nö. Was? Die wollen für GTA 6 wahrscheinlich eine kleinere Spielwelt aufbauen. Was heißt kleinere Spielwelt? Also kleiner als Red Dead Redemption 2. Und die war ja wirklich riesig. Ja, das ist aber besser so. Aber gut, ich finde, eine riesige Welt muss nicht sein. Die muss halt belebt sein, ne? Sie muss ausgearbeitet sein, ja. Ja. Und die muss für Roleplay ausgelegt sein. Ja gut, ich glaube nicht, dass das Hauptziel von Rockstar ist. Nee, aber du kennst ja die Community. Ja, die Community, aber die verdienen halt nicht an den Roleplay-Leuten, ne? Ja, aber die Community, die wird sich selbst das zusammenfriemeln, wenn sie es brauchen. Das ist es. Wenn ich bedenke, der Typ von Rage, der arbeitet ja, währenddessen er an den GTA-Launcher arbeitet, arbeitet er ja gleichzeitig auch an der Möglichkeit, auch die Red Dead Redemption 2 Sachen fit zu kriegen. Ja. Was machen wir jetzt mit dem Autoloader? Der muss hier weg, der verursacht Lecks. Welcher Autoloader? Mit den Heuballen drauf. Mit den Heuballen hier. Ja, packt das in den Heutrockner. Ach nee. Nee, lass mal. Packt das in die Mischanlage. Und ich nehme mir dann die nächsten Ballen noch vor. Ich will hier nur kurz die Stufen bei Feld 3 wegmachen, den Helfer auf Feld 4 ansetzen. Ja, das ist ja gemein hier bei den Ballen, wenn ich in die Nähe komme, das leckt immens. Victor, was habe ich gerade gesagt? Ja. Wir kümmern uns noch drum. Ja. Ja, ich habe nichts gesagt. Der ist übrigens am Kalken. Köln-Kalk. Weiß einer von euch, wo ich zufällig Hackschnitzel abladen kann? Nope. Wobei, verkaufen ist eine Möglichkeit. Oder willst du direkt... Ja, erstmal lagern, würde ich sagen. Dann kannst du ja auch direkt zum Global Market Silo fahren. Ach, das müssen wir auch noch starten. Ja, das habe ich schon nicht. Weißt du was? Logge einfach beim Global Market Silo ein. Dort kannst du ja erstmal zwischenlagern. Ja, ich muss ja trotzdem das Global Market starten. Holzschnitzel. Bin ich der Einzige, der es anhat? Holzschnitzel. Waren Holzschnitzel nicht hier drüben? Ich muss mal ganz kurz was... Es gibt da nur wenige Abladestellen. Beim Getreide kann es nicht sein. Dann könnte es vielleicht bei den Zuckerrüben mit sein, weil schütt gut, oder drüben beim Stroh. Da steht ja alles dran. Oder? Ich gehe mal ganz kurz gucken. Ich bin auf dem Hof. Kartoffeln, Zwiebeln, Kartoffeln, grüne Bohnen, Weißkohl, Zuckerrüben. Nee, hier bei den Rüben in die Halle kannst du nicht rein. Dann vielleicht drüben. So, ich pack's mal eben zum Global Market. Ja, warte mal. Wir haben hier noch zwei Abladestellen. Tabak, Heu, Gras, Stroh. Und hinten bei der Düngeherstellung. Was kommt da rein? Nee, Saatgutdünger, Kompost, Torf und Flüssigdünger. Da weiß ich auch nicht, wo das gerade hin kann. Global Market willst du aktuell nicht rein?
Na prima. No, ich hab dir gemorst. Und was machen wir dann? Können einen Auftrag annehmen. Moment. Wir gehen erstmal. Es gab doch bei Diverses. Irgendwo gab es so eine Heizung. Was? Eine Heizung? Ja, so ein Gerät, wo man die Hackschnitzel reinpacken konnte und das wurde da angenommen und verkauft. Ach, Heizkraftwerk. Oder so Strom erzeugt. Ja. Ja, aber das hat doch so ein extra Ding, oder? Deswegen so was kaufen. So. Ich lass erstmal schlafen, wenn Dunkelheit lässt sich schwer arbeiten. Ja, sehe ich genauso. Flug drehen, dass der Helfer ja auch mit der richtigen Seite ran kann. Das war in Hockschnitzel um. Wo ist jetzt Palettverkauf? Das ist garantiert unter Gebäude. Diverses. Werkstatt. Palettverkauf. Nein, eben nicht. Silos, Tierhaltung. Armhaus? Nein. Mega Global Company. Apropos Global Company, da wollten wir uns ja gleich nochmal um was kümmern. Da hatten wir ja noch drüber gesprochen gehabt. Global Company ist es nicht. So, aber das ist eine mobile. Nee, das kann nicht sein. Das ist schön, ich bin im Kaufmenü und kann hier rumtappen, während im Hintergrund die Zeit weiterläuft. Oh. Aber wo ist das Scheiß? Ist ein bisschen früh. So, Viertel vor acht. Ab zur Arbeit. Aber wo, wie gesagt, wo ist dieses Scheißding? Ich guck ja auch, dass es eins gab. Ja, ist nur die Frage, oder welche Kategorie. Oder gab es das nur im 17er und die haben es hier nicht übernommen? Ich glaube, dafür haben wir ja dann quasi die GBA. Die BGA, nicht die GBA. Kannst du dort abkippen? BGA, genau. Kannst du dich dort abkippen? Die haben wir aktuell nicht gekauft. Oder? Verkaufen müssen wir die. Verkaufen müssen wir die. Wir haben doch hier auf der Map das Strohkraftwerk. Nur kurz mal gucken, wo das war. So, der Helfer ist unterwegs. Feld 22 bei der Zigarrenfabrik. Genau, bei der Aimo unten. Bring das halt dahin. Und wir haben ein Sägewerk unten links. Moment. Kann man Hackschnitzel nicht beim Sägewerk verkaufen? Können wir Hackschnitzel nicht bei der Holzverarbeitung verkaufen? Jungs? Holzhandel? Ja. Ich bin da. Da steht Holzhandel. Holzstämme, Holzpaletten. Aber wieso sollen hier Holzpaletten hin? Das sieht mir doch eher aus wie was zu verheizen. Eben. Ach, das ist Holzhandel. Wo ist das? Was suchst du? Ist da. Der Trigger. Ach, ich bring das jetzt einfach zum Heizkraftwerk. Da kriegen wir auch ein bisschen Geld für. Beim Landhandel hier. Früchte. Strohkraftwerk haben wir. Einkaufsstation, alle Güter. Alle Güter, hier, bei mir im Landkauf. Hier ist ein Punkt, Einkaufsstation, alle Güter. Ja, Einkauf, nicht Verkauf. Du kaufst ja. Okay, dann. Bester Preis kriegen wir aktuell beim Strohkraftwerk. Die Hackschnitzel? Ja. Dann verkaufst du dort. Jo. Also, was soll man jetzt mit den Heuballen machen? Die fahre ich gleich, wenn ich hier einen Traktor frei habe, mit dem Autoloader rein. Komm, Hundi, kriegst du Futti. Und ja, den Reaper haben wir bisher noch nicht gefüttert gehabt.
Das ist so schlimm jetzt auch doch, nicht. Doch, die letzte Folge. Ja. Hm? Jo, willst du noch Futter oder willst du... Ja. Nein, du willst lieber Streicheleinheiten, ja? I, rote Rakete. Reaper willst du nicht streicheln. Doch, ich streichle ihn gerade. Schau. Ich gebe ihm ein bisschen Futter und streichle ihn dann gleich. Und das Futter ist weg. So, kriegst du noch mal was zu essen. Das kannst du auch falsch verstehen. Ja. Vor allem das Futter ist weg. Mhm. Das kann man nur falsch verstehen. Oh, guck mal, wie hungrig der ist. Und der ist auch abgemagert. Ihr seid echt böse mit dem Hundi. Nee, der Reaper, den wir kennen, der ist nicht abgemagert. Nee, der ist alles andere als abgemagert. Aber der hier schon. Also das. Ja, doch. So, noch einmal und dann... Du Tierfreund. Jetzt hat er genug. Wenn man bedenkt, dass wir ja von ihm so ein bisschen was auf die Finger gekriegt haben. Ach, warum? Ist doch nur scherzhaft. Das soll sich nicht so anstellen. Ja. Nimm mal einen Stock aus dem Arsch. Warum habt ihr von dem einen auf die Finger gekriegt? Ja, dass wir ihn genommen haben als Hofhund. Wow, ey. Wenn er nicht mal über seinen eigenen Schatten springen und drüber lachen kann. Wir nehmen es ja selbst auch immer mal auf dem Arm. Und? Aber also eines, der Hof ist jetzt sehr viel ordentlicher. Eine Sache müssten wir aber noch machen. Und das wäre? Ja, mit dem Giants der Titel hier mal bei Feld 1 die Streben weghauen. Eventuell schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Das soll ja kein Problem sein. Sag mal, was ist denn eigentlich das Erste, was du machst, wenn du hier rauskommst? Hä? Du kennst das Meme auch nicht. Wieso kennt das Meme keiner? Mit Köfte. Bitte was? Kennt ihr das nicht? Nein. Köfte habe ich zwar irgendwo schon mal gehört, aber es sagt mir gerade nichts. Das ist irgend so ein Rapper, der im Gefängnis befragt wird, was er als Erstes macht, wenn er rauskommt. Der sagt einfach so, erstmal Köfte spieß. Mit alles ohne Reden. Und dieser Ayran an dieser All-You-Can-Drink-Maschine. Alle sind belegt? Gerade ja, wobei einer wird gleich frei. Aber den nehme ich mir gleich wegen dem Autoloader. Was hast du denn? Sorry, wann war? Nee, sagt mir nichts. Nee, weil... Müssen wir suchen. Will ich noch mal was ansehen. Und was? Okay, nee, passt schon. Wir müssen noch erstmal warten, bis Helfer... Das Money rained. Hast du ja bei Feld 3 schon verbunden, sehe ich da gerade diese... Wir haben angefangen, aber ich lasse den Helfer erstmal Feld 4 wieder pflügen, dass wir sehen, wo das Feld verläuft. Je nachdem, was wir draufhauen müssen. Ah, okay. Und dann verbinde ich 3 und 4 noch. Wie viel Zucker haben wir eigentlich aktuell? Okay. Zucker oder Zuckerrüben? Zucker. Wollen wir die Bäume nicht hier auch wegmachen? Zucker. Feld 3 am Rand. Zucker haben wir... Ach, das so viele sind das doch nicht. Wir haben 36.000 Liter raus, aber das Lager von der Zuckerfabrik ist noch nicht mal ansatzweise voll. Heißt, einmal eine Ladung rüberbringen. Einmal eine Ladung rüberbringen, weil gleich wird Limonade produziert. Das heißt, wir müssen Rüben anpflanzen, ja? Wir haben noch mehr als genug Rüben im Lager. Trust me. Cookie Production. Produkte. Brot haben wir 8.000. Aber ey, die Brote sehen auch geil aus hier. So Körbchen mit Broten drinne. Solche Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wo sind die Cookies? Die sind auf der anderen Seite. Da stehen? Die sind schräg gegenüber. Ja. Nee. Hm? Oder? Ich dachte, wenn du... Warte mal. Da, Cookies. Genau, schräg gegenüber. So. Und hier Cookies. Was wollen wir denn nun auf Feld 2 anpflanzen? Spargel. Ich würde sagen, wir machen das alles fertig und dann überlegen wir für alle Fälle gleichzeitig, oder? FAA, das müsste der mit dem... Kalker sein. Achso, ist das der Kalk? Der ist gerade leer wahrscheinlich, ja. Ich nehm's an, ja. Okay.
Moment, ja, ich kann... A, weil Kalk, ne? Gut. Ich fahr mal gerade kurz zu... zum Hof dann. Feld 5 kann jetzt dann gekalkt werden. Gott, der Flug braucht aber ewig hier. Jetzt muss ich noch mal gerade kurz gucken, wo finde ich das am Hof, das Kalk? Wenn du zum Haupteingang reinkommst, gleich links abbiegen. Gleich links, okay, ja. Dann habe ich es noch im Kopf. Hinterm Hof gleich, hinterm Hof gleich links. Jungs? Ja. Ah. Zählt Hackschnitzel zu Häckselgut? Nein, Häckselgut sind. Ist Grünschnitt, also hier gehäckselter Mais. Okay. Da. Da steht's doch. Ja, auf dem Schild. N drücken zum Aufmachen. Und dann müsste da stehen Befüllung starten. R, genau. Ja. Ich habe irgendwie auf so einen Trigger gewartet. Der kam nicht. Ja, das die, schöne CRCO3. Den kleinen hatten wir ja verkauft, ne? Den kleinen was? Den... Enno, übrigens schon mal auf die Uhr. Ja, hab ich auch gerade gesehen. So, wir sind zwar mit der Aufräumaktion noch nicht ganz fertig, aber ich sag schon mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut doch mal bei den anderen vorbei, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und habt noch viel Spaß. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.